So, jetzt ab. Leitfahrt. Und jetzt. Jetzt kommt ein bisschen die Seelandschaft. Ne? Und die Sachsenbrücke und darunter kommt jetzt die Elbe raus. Jetzt gucken wir uns schön Felder hochwärts an. Auf der anderen Seite. Jo. Und das waren 30 Grad? Ja, das ist ein bisschen mehr. Okay. Eine Seite. Platz ist jetzt hier vor uns. Hm? Und hier sind wir nicht so richtig aus den Augen. Gut. Das sind die einzigen hier, haben wir zur Zeit. Deswegen kann ich ein bisschen noch nicht so ein bisschen umgucken. Stehen auf dem See jetzt, ja, aber keine Badeleute. Dort landet gerade ein Motorflugzeug, ein ultra leichtes. Wir gehen jetzt ein bisschen auf die Elbe noch zu. Aber sind wir noch relativ hoch. Vor uns, wie gesagt, die Insel von Pillnitz. Schloss Pillnitz ist jetzt genau hinter der Insel, das ist jetzt quasi nichts. Ja, aber das Bauwunder. Blaue Wunder sieht man hinten noch leuchten, ja. Rathaus, ja, ein bisschen Dresden sieht man auch. Ne? Oh, hier greifen sie alle. Ah. Oh ja, jetzt geht's hoch. Also wir sind nicht, ne? Aber der Wind treibt uns ein bisschen vom Flugplatz weg. Hm. Das Horn ein bisschen mit berücksichtigen. Aber wir sind nicht. Ne? Ja. Im Gegenteil, wir steigen sogar nicht. Von der Info, ich greife mal die Klappe hier. Landet immer auf der anderen Seite da. Nicht gestoppt. Schön. Haben wir ja mal ein paar Meter gemacht. Ja. Ich kann jetzt nicht so viel reden, will nicht so viel reden, weil ich konzentriere mich jetzt ein bisschen auf das, ist okay. Das Steigen. Für mich ist so interessant, dass wir jetzt wirklich mal das siehst, wie das mit dem Segelflug generell funktioniert, wie man dann eben so in so einer Blase, die man eigentlich nicht sieht, ja, wieder Höhe gewinnt. Ja, wir haben ja schon 100 Meter gemacht. Ja, das steht da ganz lang. Da kann man so in den ganzen Vorgärten der Leute reingucken. Ja. Überall siehst du da noch so eine. Im Hochsommer, jetzt haben viele abgebaut schon wieder, diese blauen Pools dann so. Ne? Was für einen Gleitwinkel haben wir, das Flugzeug? Ja, knapp 30. Ah, ja. Aber gegen Wind ist es natürlich weniger. Ich marschiere hier gegen den Wind vor. Gucken wir mal, ob wir noch was erleben. So hoch wie wir nach dem Start waren, sind wir jetzt noch nicht, ne? Ja.
Aber das ist gar kein Thema, dass man das mal überhöht. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Dort ist nämlich noch ein zweites Segelflugzeug jetzt in der Luft. Mittlerweile ist ein zweiter gestartet. Ich bin jetzt bei 13. Ah, das rechnen wir mit dem anderen zusammen. Ne? Man weiß, was für den zweiten Flug wird. Das ist auch große Thermik. Aber habe ich heute generell nicht. Guck mal, irgendwo die 8-1-Flieger entgegen. Also 150 Meter Höhe ist so das Niedrigste, wo man noch so Thermik auch noch vernünftig einkreisen kann. Das war so unsere Höhe auch. Hm. Die letzte Kurve sollte man so in der Höhe machen. So, jetzt gehen wir auf die letzte Balltür. So, Klappen raus. Schnell aufnehmen. Kommen wir ruhig noch schnell über die Bäume her. Jetzt sind wir sogar ein Tick höher als der. Ja. Obwohl er nach uns gestartet ist, oder? Ja. Das ist ein ähnliches Flugzeug. Also auch ein Twin Astia. Wir haben einen Twin Astia 2 und das ist ein Twin Astia 1. Ist das dann die nächste Generation oder ein Einsitzer? Nee, das ist die nächste Generation. Okay. Das Twin heißt Doppelsitzer. Astia, die kann man bloß heute nicht am Start stehen. Ja. Die einzige von Astia, der heißt dann bloß Astia. Ah, ja. Choose Astia oder Astia CS. Nach welchen Disziplinen sind eigentlich die Wettkämpfe? In die Wette. Wir fliegen richtig in die Wette. Ja, ja, aber um Flugdauer oder Distanz? Nee, es wird eine Strecke ausgeschrieben und dann wer am schnellsten. Ach so, ja, ja. Okay. Also deswegen sage ich richtig um die Wette. Ja. Also, der die schnellsten KMH erzielt, der ist am Ende auch der Sieger. Okay. Hier geht es ja jetzt, so habe ich dich jetzt verstanden, auch mehr ums Fliegen als um das, was du siehst, oder? So ja, ja. Hätte ich jetzt so ja, ja. Als Modell, das ist ja doch mehr. Ja, und ich studiere Luft- und Raumfahrttechnik, deswegen. Da kennst du auch ein paar hier, oder? Es sind ja einige, die AK fliegen, da sind ja einige auch dabei. Ja, ja. Zur Zeit auch, die haben ein Lager gemacht mit so einem Charakter, sind ja viele Luft- und Raumfahrtstudenten dabei. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir hier länger fliegen. Deswegen habe ich ja alles relativ streng abgetaktet und nicht zu viel Zeit gelassen. Hier unten ist der Elbdampfer, der Alpen, aus der Alpenkarte.
Also es gibt jetzt auch nie hier einen speziellen Punkt, der dich jetzt schon total interessieren würde. Nee, einfach nur fliegen. In der Luft ist, ja. Normalerweise kreisen wir immer gerne über dem Waldstück, was da drüben ist, der Graubauer Busch. Ja. Da ist oft eine Thermikblaseablösung so. Wir haben da so unsere Ecken, wo die eben gut gehen, wo man eben gleich aus dem Start raus weiß, wo was geht. Oder wenn der Wind dort auf den Hang steht, da ist so eine Art Wiese drin, da kann man auch hingehen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann auch den Rückweg irgendwie verpasst. Ja. Jetzt sind wir fast so hoch, wie wir morgen starten waren, ne? Ja. Ja, in Heidenau, da ist auch immer viel, dass da nochmal was steigt. Kann man sich mal ein bisschen angucken. Da vorne hast du rechts ein Leichtathletikstadion und dahinter eine Radsportanlage, wo die Heidenauer Radsportler trainieren, also die richtig überhöhte Bodenbahn, Betonbahn. Ja, ja. Da sieht man manchmal auch die Jungs schön langkreuzen oder so, Runden abdrehen. Und was ich auch immer sehr interessant finde oder so, ist eben halt die Eisenbahnstrecke. Also, gerade wo das Gelände geht. Oh ja. Und wenn du genau drüber bist, kommst du ja nach Dresden ganz weit rein. Jetzt hast du diesen Blick hier von der Eisenbahn, hier rechts kommt die S-Bahn, mhm. Ja, gerade im Bahnhof rein, ja. Und links geht es hier nach Dresden, schnurgerade, wie gesagt, Eisenbahnplatte ist auch immer dazu. Woraus bestehen eigentlich die Prüfungen, um so eine Lizenz zu kriegen? Erstmal die theoretische Prüfung, die hat es nur ganz schön in sich. Ja. Und da lernen die Leute immer auch ganz schön zornig dafür. Ne? So, wenn du die theoretische Prüfung hast, dann kannst du dich auch auf die praktische Prüfung vorbereiten. Also du musst dein Schulprogramm so absolviert haben, das ist schon sehr intensiv. Die Prüfung selber ist gar nicht so schwer. Da musst du drei Starts machen und einem Prüfer zeigen, dass du in der Lage bist, den Flugzeug gut starten und landen zu können. Ja. Und dann noch ein F-Schnitt oder Thermikflug, wo du zeigst, dass du auch mit einer unsicheren Lage, Rudeln oder sowas auch zurechtkommst. Okay. Dass du das Flugzeug dann in der Lage dann auch beherrschst und ausleitest und ordentlich zur Landung bringst. Oder ordentlich wieder in eine ordentliche Fluglage reinbringst. Ja. Da weißt du, siehst das halt gut. Ne? Mhm. Und das sind drei Starts. Aber vorher musst du eben halt einen 50 Kilometer Flug absolviert haben. Also musst du 50 Kilometer weg vom Flugplatz gewesen sein. Okay. Du musst viel Thermik geflogen sein schon, also die Zeitflüge haben. Du musst, und dann musst du es eben perfekt beherrschen. Das musst du dann auch zeigen in diesen drei Flügen, dass du die Kreise und die generell recht gut. Okay. Die Prüfung selber ist eigentlich, da habe ich kaum gehört, dass da jemand durch die theoretische Prüfung, also praktische Prüfung durchgefallen ist. Das ist ganz so. Ja. Du musst dich wirklich ganz schön anstellen. Weil du es dann auch kannst. Ja? Du kannst zum Teil in dem Moment besser als viele andere Lizenzpiloten, bloß mal so, dass sechs, sieben Mal im Jahr fliegen und dann denken sie bringen es ja. Und dann aber nicht so richtig in der Übung sind. Ja? Ja. Du bist dann quasi richtig in der Übung. Und dann so die Delta 8. Ja, drückt dann bloß mal kurz auf den Knopf zur Bestätigung und sagt mir, ach, hab ich gehört. Das ist ein Bereich, den du im Passagierflug bloß ganz kurz hast. Ne? Kopf nach dem Start. Ja, ja. Und dann sind die ja ruckzuck auf 1000 Meter, 2000 Meter hoch. Ne? Wir sind drin. Weil hier so eine Region ist, wo es noch gut schneit. Da hat sich die warme
der Luft vom Flugplatz ein bisschen erwärmen. Und guck an der Waldkante dort, an dieser Baumkante, dort so ein bisschen nach oben getrieben durch den Wind. Ja? Löst sie dann aus und dann löst sie ab und steigt alleine. Die wabert so über die Erde und dann löst sie so, an so einer Kante dann eben ab. Schnurrklappen sagt man dazu, oder so Halsklappen. Gibt es aber auch bei Flugzeugen, aber bei uns üblich sind die Schnurrklappen, die wir da haben. Ja.